alle magischen Blutlinien in Harry Potter erklärt. Das und mehr jetzt in diesem Video. Heute werden wir uns mit den Blutlinien im Harry Potter-Universum beschäftigen. Der Begriff der magischen Blutlinien übt eine unbestreitbare Anziehungskraft aus. Von den geflüsterten Legenden der alten Zaubererfamilien bis hin zur komplexen Dynamik von Reinblütern, Halbblütern und Muggelgeborenen. Das Konzept des magischen Erbes durchzieht den Kern der Zaubererwelt. Der Blutstatus ist einer der umstrittensten Aspekte der Harry Potter-Welt und des Harry Potter-Universums. Es gibt eine Unterscheidung in der magischen Gemeinschaft, bei der Menschen allgemein in eine der folgenden Kategorien eingeteilt werden: Reinblut, Halbblut oder Muggelgeboren. Die Existenz eines solchen Systems hat jedoch ihre Schwierigkeiten, da die verschiedenen Klassifizierungen der Blutreinheit in der Zaubererwelt ähnliche Vorurteile und Diskriminierungen hervorrufen wie Rassenunterschiede in der realen Welt. Lasst uns eine Reise unternehmen, um die Geheimnisse und Verwicklungen rund um die magischen Blutlinien im Harry Potter-Universum zu enthüllen. Dabei tauchen wir tief in die Geschichte und die Gesetze ein, um die Bedeutung der Abstammung innerhalb der Zauberergemeinschaft zu verstehen. Aber warum ist die magische Blutlinie überhaupt von Bedeutung? Was sind die sozialen Implikationen, die mit jeder Blutlinienkategorie verbunden sind? Welche Überzeugungen, Vorurteile und Privilegien sind mit jeder Klassifizierung in der Zauberergesellschaft verbunden? Die zaubernde Welt ist sicherlich nicht frei von Vorurteilen. Eines der Hauptanliegen von Voldemorts Todessern war die Etablierung der Macht der Reinblüter und die Unterdrückung von Halbblütern und Muggelgeborenen. Voldemort war der Meinung, dass diejenigen mit reinen Blutlinien an der Macht sein sollten und jeder, der sich ihm in den Weg stellte, würde entweder ermordet werden oder auf unbestimmte Zeit zu einem Sklaven seines Regimes gemacht werden. Um die Bedeutung der magischen Blutlinien zu verstehen, müssen wir uns zunächst auf eine Reise durch die Zeit begeben, um die Ursprünge dieser Blutlinien zurückzuverfolgen, die die Zaubererwelt geprägt haben, lange bevor die Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei überhaupt gegründet wurde. Alte magische Familien durchstreiften die Erde und diese illustren Familien mit ihrer reichen Geschichte und mächtigen Magie spielten eine wichtige Rolle bei der Entstehung und Entwicklung der Zauberergesellschaft, wie wir sie heute kennen. Legenden sprechen von den ersten zaubernden Familien, deren Blutlinien mit der Magie verflochten waren, lange bevor sie der Welt offenbart wurde. Geschichten erzählen von großen Hexen und Zauberern, die die tiefsten Geheimnisse der magischen Künste beherrschten und ihr Wissen und ihre Fähigkeiten über Generationen weitergaben. Mit dem Aufkommen dieser mächtigen magischen Familien entstanden jedoch auch soziale Hierarchien und Spaltungen, die auf der Reinheit des Blutes basierten. Das Konzept der Suprematie, des reinen Blutes, wurde in der Zauberwelt verbreitet und diejenigen, die in Familien hineingeboren wurden, die unberührt von Muggel oder nicht magischem Erbe waren, sahen sich als die wahren Verfechter der zauberhaften Tradition. Diese Glaubenssysteme bestehen bis heute. Die ältesten Häuser, wie die geschätzte Familie Black und die Familie Malfoy, tragen Vermächtnisse, die Jahrhunderte zurückreichen. Ihre Namen sind mit Tradition, Macht und Exklusivität verbunden, was die tief verwurzelte und wahrgenommene Bedeutung der Blutsverwandtschaft in der zaubernden Welt unterstreicht. Doch die Ursprünge der magischen Blutlinien sind nicht nur auf diejenigen beschränkt, die in reinblütige Familien hineingeboren wurden. Auch Halbblüter und Muggelstämmige besitzen magische Fähigkeiten und entdecken ihre verborgenen Kräfte auf ihrer Reise in die Welt der Zauberei. Diese Individuen, denen es vielleicht an historischer Abstammung mangelt, bringen ihre einzigartigen Perspektiven und Stärken in die magische Gemeinschaft und fordern die Vorstellung heraus, dass Blutsreinheit der einzige wahre Grund für die Wertigkeit ist. Keine Diskussion über magische Blutlinien ist vollständig, ohne die Erwähnung der unantastbaren 28. Ein Verzeichnis der angeblich reinsten magischen Familien der Welt, die sich durch keine Muggel-Integration auszeichnen. Diese extrem voreingenommene Liste wurde in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, wahrscheinlich in den frühen 1930er Jahren, veröffentlicht. Der Autor der Liste blieb anonym. Es wird jedoch vermutet, dass sie von Kankerus Nott, einem Mitglied der Familie Nott, verfasst wurde. Wer auch immer der Autor war,
Die Idee hinter diesem verachtenswerten Verzeichnis ist stark von den intoleranten Ideologien Salazar Slytherins, einem der vier Gründer der Hogwarts-Schule, geprägt. Salazar war äußerst offen über seine Anti-Muggel-Gesinnung und die unantastbaren 28 ermutigten nicht nur zur Diskriminierung von Muggeln, sondern auch zur Ausgrenzung von Zaubererfamilien, die Muggelgeborene aufgenommen hatten. Die Behauptung, dass einige Zaubererfamilien reiner seien als andere, stieß auf gemischte Reaktionen ihrer Gemeinschaft. Einige lehnten ihre Aufnahme in das Verzeichnis ab, da sie nicht wussten, dass ihre Vorfahren Muggel geheiratet hatten, und sie glaubten nicht, dass diese Tatsache sie weniger wert machte als andere magische Familien. Viele weitere Familien waren jedoch verärgert darüber, nicht auf dieser Liste zu stehen. Die Liste enthält Namen wie Weasley, Longbottom und Ollivander, doch diese Nachnamen sind nicht mehr wert als die Namen anderer Hexen und Zauberer, die die Zaubererwelt bevölkern. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Reinheit des Blutes im Harry Potter-Universum eine bedeutende, jedoch umstrittene Rolle spielt. Die magischen Blutlinien und ihre Klassifizierungen sind tief in die Struktur der Zauberergesellschaft eingebettet. Doch es bleibt wichtig, sich daran zu erinnern, dass jede Hexe und jeder Zauberer, unabhängig von ihrer Abstammung, einzigartige und wertvolle Fähigkeiten besitzt. Die Klassifizierung innerhalb der Zauberergesellschaft anhand der Blutreinheit ist seit langem eine Quelle der Spaltung und der Vorurteile. Die Einteilung der magischen Abstammung in Reinblüter, Halbblüter und Muggelgeborene hat tiefgreifende soziale Auswirkungen, die die Beziehungen und gesellschaftlichen Wahrnehmungen innerhalb der magischen Gemeinschaft ziemlich doll beeinflussen. In diesem Sinne möchte ich einige dieser Begriffe definieren, die mit dem Blutstatus assoziiert werden. Reinblüter sind diejenigen, die in Familien mit einem langen Stammbaum magischen Erbes geboren wurden. Ihre Abstammung lässt sich ausschließlich auf Hexen oder Zauberer zurückführen, ohne nicht-magische Muggelverwandte. Der Begriff Reinblüter ist oft mit Vorstellungen von Reinheit, Tradition und Elitismus in der Zauberergesellschaft verbunden. Reinblütige Familien schätzen ihre Abstammung und beachten oder betrachten sich als die wahren Hüter der magischen Tradition. Dieser Glaube an die Reinheit des Blutes führt oft zu einem Gefühl der Überlegenheit und Ausgrenzung gegenüber anderen Blutlinien. Halbblüter hingegen haben einen magischen Elternteil und einen nicht-magischen Muggel-Elternteil oder eine Mischung aus magischem und nicht-magischem Erbe in den letzten Generationen. Sie überbrücken die Grenze zwischen Reinblütern und Muggelgeborenen und besetzen einen Mittelweg in der sozialen Hierarchie der Zauberer. Einige Halbblüter sind stolz auf ihr gemischtes Erbe und umarmen ihre vielfältigen Hintergründe, während andere Diskriminierung oder Vorurteile sowohl von Reinblütern als auch von Muggelgeborenen erfahren, aufgrund ihrer hybriden Blutlinie. Muggelgeborene stammen aus nicht-magischen Familien und sind die ersten magischen Individuen ihrer Abstammungslinie. Ihre plötzliche Manifestation magischer Fähigkeiten überrascht und verwirrt oft ihre Muggelverwandten, da die noch nie zuvor davor gehört haben. Muggelgeborene wie Hermine Granger zum Beispiel stehen vor besonderen Herausforderungen in der Zauberergesellschaft, da ihr Mangel an magischem Erbe bei einigen Reinblütern zu Skepsis und sogar Feindseligkeit führen kann. Die glauben, dass magische Fähigkeiten nur denjenigen vorbehalten sein sollten, die in Zaubererfamilien geboren wurden, also reinblütig sind oder auch halbblütig. Muggelgeborene sollten mit Muggeln nicht verwechselt werden, die keine magischen Fähigkeiten besitzen. Dies sind die wichtigsten Kategorien der Blutsreinheit. Es kann jedoch manchmal zur Verwirrung kommen, wenn Mitglieder unterschiedlicher Gruppen Kinder bekommen. Um Klarheit in diese Situation zu bringen, habe ich eine Liste erstellt, die zeigt, wie man den Blutstatus bestimmen kann. Fangen wir mal an mit der Liste. Reinblut plus Reinblut gleich Halbblut. Reinblut plus Halbblut ist gleich ein Halbblut. Reinblut plus Muggelgeborenen ebenfalls ein Halbblut. Reinblut plus Muggel, Halbblut. Halbblut plus Halbblut, Halbblut. Halbblut plus Muggelgeboren, Halbblut. Halbblut plus Muggel, Halbblut. Muggelgeboren und Muggelgeboren, Halbblut, weil es ja trotzdem ein Zauber daraus entsteht. Muggelgeboren plus Muggel, Halbblut. Muggel plus Muggel ist entweder ein Muggel oder Muggelgeboren, falls magische Fähigkeiten entwickelt werden. Es ist auch erwähnenswert, dass alle oben aufgeführten magischen Paarungen zu Squibs führen können. Squibs sind nicht magische Wesen, die aus magischen Familien stammen.
J.K. Rowling hat erklärt, dass Squibs selten sind, da Magie ein dominantes und widerstandsfähiges Gen ist. Dies erklärt, warum Hexen und Zauberer aus Reinblut- und Halbblutfamilien magische Kinder hervorbringen und warum Muggel keine magischen Kinder bekommen. Eine oft übersehene Tatsache ist, dass die heutigen Reinblüter wahrscheinlich ihre magischen Fähigkeiten auf ähnliche Weise entwickelt haben wie Muggelgeborene in der Gegenwart. Das heißt, reinblütige Familien können Squibs bekommen. Der einzige Unterschied zwischen ihnen ist die Zeit und vielleicht das Erbe. Die vorherrschende Theorie, die von J.K. Rowling gestützt wird, besagt, dass magische Fähigkeiten genetisch bedingt sind. Die Reinblüter sind nicht einfach aus dem Nichts aufgetaucht. Sie waren auch einmal Muggel und haben sich weiterentwickelt, bis sie magische DNA entwickelten. Eines ist jedoch sicher: Reinblüter sind auf dem Rückzug. Solange Hexen und Zauberer weiterhin miteinander Kinder haben, wird der Tag kommen, an dem wahre Reinblüter der alten Zeit nicht mehr existieren. Die Gedanken und Einstellungen zur Blutreinheit und Abstammungen mögen in bestimmten Segmenten der Zauberergesellschaft tief verwurzelt sein, aber nicht alle Individuen teilen diese trennenden Überzeugungen. In der Saga begegnen wir vielen Charakteren, die die Vorstellung in Frage stellen, dass Blut die Würdigkeit oder Fähigkeiten definiert. Indem wir die Definition erforschen und die Überzeugungen und Vorurteile untersuchen, die mit jeder Kategorie von Blutlinien verbunden sind, gewinnen wir ein nuanciertes Verständnis der sozialen Dynamik innerhalb der Gesellschaft. Und das war's auch wieder mit diesem Video. Was denkt ihr darüber? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wenn es das hat, würde ich mich ziemlich doll über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder auch Anmerkungen hast, schreib sie mir gerne in die Kommentare. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.